Ein Hoch auf Ben Svensson. Ein Hoch auf mich. Wer ist Ben Svensson? Ein durchgeknallter Wissenschaftler und Ökoterrorist. Hätte mich fast arbeitslos gemacht. Der Spinner. Vier teilen und aufhängen, das ist meine Meinung. Nicht nur deine, Lars. Nicht nur deine. Was kann ich für Sie tun, Fremder? Nichts Besonderes. Was hat's mit diesen Spielchen auf sich? Sie sind immer noch nicht betrunken? Das jahrelange Training zahlt sich aus. Lars müsste schon mehrfach in Folge richtig raten, um mich unter den Tisch zu kriegen. Ich lag schon mal richtig. Nicht oft genug. Und wie funktioniert das Spielchen jetzt? Oder wie kann ich rauskriegen, was der für eine Karte hat? Erzählen Sie mir von diesem Svensson. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Zerzaustes, graues Haar, Schnauzbart, läuft ständig im Laborkittel rum, redet wirr. Eigentlich eine ziemliche Witzfigur. Was macht ihn dann so gefährlich? Stellte sich heraus, dass er Frankenstein mit Sumpfgras spielt. Wollte damit den Energiemarkt übernehmen und Indis aus dem Geschäft kicken. Fieser Typ. Er hat auch einen Sohn. Duwe. Der ist mal richtig gefährlich. Duwe. Nie gehört. Vielleicht ist Ben Svensson gar nicht so schlimm. Lassen Sie sich von seinem Äußeren bloß nicht täuschen. Er ist ein Energieimperialist der allermiesesten Sorte. Genau. Vielleicht ist seine Energie ja besser für die Welt als die von Indus Industries. Reine Imperialistenpropaganda. Ich sage Ihnen, diese selbsternannten Weltverbesserer wollen uns nur den Markt kaputt machen. Wenn es nach denen ginge, gäbe es auch keine Privatmilizen mehr. Und dann wäre ich wirklich arbeitslos. Jetzt malen wir den Teufel mal nicht an die Wand. Richtig. Ben Svensson ist tot. Das Thema ist gegessen. Ha, daher den Titel des Kapitels. Na wunderbar. Sie wirken nicht so betrunken wie die anderen. Glück. Reines Glück. Die anderen müssen raten, welche Farbe ich hochhalte. Bisher lagen sie aber nur in einem von vier Fällen richtig. Klarer Fall. Fortuna ist auf meiner Seite. Und sie hat Statistik studiert. Mhm. Sie spielen ja gar nicht. Nein, ich sehe mir nur meine Karten an. Das Bier ist aus und ohne Bier spielen wir nicht. Gut so, ihr habt schon genug getrunken. Die schon, aber ich nicht. Wir kriegen dich noch. Wart's nur ab. Wie denn ohne Bier? Da steht doch was auf dem Tisch. Sie sind immer noch nicht... Das jahrelang... Lars mit... Ja, ich ja, nicht, nicht ob... Ja. Arbeiten Sie für das Kraftwerk? Hier arbeiten alle für das Kraftwerk. Ich hatte Nachtschicht am Osttor und will endlich zurück zu den Baracken und schlafen. Aber? Aber unser Boot ist komplett zusammengebrochen. Und der Mechaniker kommt und kommt nicht. Wäre ja alles nicht schlimm, wenn meine Freizeit dabei nicht flöten ginge. Ich bin Mechaniker. Sie sind kein Mechaniker. Sie sind Wissenschaftler. Mechaniker tragen entweder einen öligen Overall oder werfen mit Rohrzangen um sich. Sie haben ja Vorstellungen. Sie haben mich doch auch sofort als brutalen Elitesoldaten erkannt. Es ist die richtige Ausrüstung, die zählt. Stimmt. Das hat bei Diablo auch immer funktioniert. Scheiß auf Skillung und all so ein Scheiß. Passende Equipment und dann passt das schon. Ist der Fluss der einzige Zugang zum Kraftwerk? Es gibt noch einen Heliport. Aber der ist nur für Geschäftspartner und Indes selbst. Und der Landweg? Ist vermint. Vermint? Wer Erfolg hat, hat auch Feinde. Und wer dann obendrein noch schlau ist, engagiert Sicherheitsexperten wie mich. Die ein Minenfeld legen. Indes hat eine Privatarmee? Ja, die beste der besten. Und auch die teuerste. Na, ich hoffe, es bleibt noch genug Geld für die Reaktorsicherheit. Warum? Wir sind die Reaktorsicherheit. Wir sorgen dafür, dass kein Öko-Fundamentalist ins Kraftwerk kommt und Mist baut. Ökologie ist also schlimmer als Radioaktivität? Sie klingen jetzt wie einer von denen. Immer alles ausdiskutieren wollen. Ich mache doch nur meinen Job. Okay, ich glaube, da sollten wir nicht weiter drauf eingehen, weil ansonsten... Viel Vergnügen noch. Werden wir haben. Wieso ist angeblich das Bier aus? Die Bierflasche öffnen. Soll ich Ihnen ein Bier öffnen? Oh, Monsieur, sehr gerne. Nehmen Sie ruhig den... Schlüssel. Darf nehmen. Ich? Bitte. Öffnen. Schlüssel. Hinlegen.
Ich sollte warten, bis Sie ausgetrunken haben, bevor ich ein neues öffne. Ich weigere mich zu trinken, solange mein Vater dabei zusieht. Wenigstens schämst du dich dafür. Gut, das heißt, jetzt muss ich hier wieder weg. Dann kann ich hier noch mal ein Bier... Nein, danke. Ich habe schon mehr als genug Flaschen mitgenommen. Okay, Stecker. Und? Welche Farbe halte ich hoch? Hat es irgendetwas mit Spiegeln zu tun? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Du trinkst. Stecker. So, Pik, Karo oder Kreuz? Weder noch. Ich sage Herz. Falsch. Du trinkst. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es vielleicht Herz? Falsch. Du trinkst. Es hat auf jeden Fall was hier mit den Steckern zu tun. Es ist Herz. Falsch. Du trinkst. Natürlich ist es Herz. Es ist Herz. Falsch. Du trinkst. Ich sehe nichts. Auf der anderen Seite hängt etwas davor. Okay. Gut. Mit der Münze losschrauben. Auf der anderen Seite hat sich etwas bewegt. Kann ich jetzt vielleicht durch das Loch gucken? Ich sehe nichts. Auf der anderen Seite hängt etwas davor. Dann gehen wir jetzt halt dahin. Das ist dann bestimmt dieses Blechschild. Aha, dahinter war ein Loch. Oh, wie schön. So, jetzt kann man nämlich bestimmt da durchgucken. Da ist ein Loch in der Wand. Ja, nee, du sollst ja auch durchgucken. Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken. Wenn ich nicht ganz blind bin, dann... Das ist Herz. Cool. Dann das ist der Stecker für das rote Herz. Dann muss ich... Es ist Herz. Richtig. Ich trinke. Und jetzt kommt... Das ist Karo. Karo. Stecker. Wofür das Kabel wohl ist? Keine Ahnung. Ziehen wir es raus und finden was. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es vielleicht Herz? Falsch. Du trinkst. Okay. Also das hier ist Herz und das hier ist anscheinend Herz. Aber was ist das denn hier für ein Stecker? Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es Kreuz? Falsch. Du trinkst. Das ist Karo. So? Was ist die Ansage? Karo. Richtig. Ich trinke. Aha, der Spiegel ist Karo. Das ist Pik. Pik. Das ist hier ein Stecker. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es vielleicht... Falsch. Okay, Herz ist es definitiv nicht. Das ist Pik. Pik. Das war Karo. Was ist hiermit? Es ist Kreuz. Falsch. Du trinkst. Fuck. Das ist Pik. Es ist Herz. Falsch. Wie zum Henker krieg ich denn jetzt ein Kreuz? Wie sieht's aus? Ist es vielleicht... Falsch. Mann, du hast doch schon mal Herz gesagt. Kannst du wenigstens nicht so schlau sein und dann selbst denken? Fucking. Hier haben wir auch noch eine Schraube? Wieso ist da eine Schraube? Sie befestigt etwas auf der anderen Seite. Da habe ich auch noch eine Schraube.
Moment. Klingt, als wäre etwas umgekippt. Ah, wahrscheinlich haben wir dann jetzt... Es ist Herz. Falsch. Moment, dann haben wir hier jetzt vielleicht... So. Peak. Peak. Falsch. Peak. Herz. Es ist Kreuz. Falsch. Du trinkst. Pik, Herz, Kreuz, Karo. Es ist Karo. Falsch. Moment, hier ist Karo. Ach, scheiße. Das ist Pik. Es ist Pik. Richtig. Ich trinke. Der Wachmann ist jetzt betrunken genug. Sicher? Der Wachmann ist jetzt betrunken. Jahrelanges Training, ja, nee, ist klar. Hat Fortuna sie verlassen? Nein, sie holt nur Zigaretten. Was soll die dumme Frage? Um gleich aggressiv zu werden. Ach ja? Vater, misch dich nicht in unser Spiel ein. Wir kommen gut allein zurecht. Wenn du das sagst. Na gut, dann denk ich mal. Darf ich? Flossen weg, Opa. Sonst knall ich dich ab. Ach du Scheiße. Soll ich Ihnen ein Bier öffnen? Oh, Monsieur. Sehr gerne. Nehmen Sie ruhig den Flaschenöffner an meinem Schlüsselbund. Ah, jetzt darf ich also. Na gut. Darf ich? Nee. Beruhigen Sie sich. Ich will Ihnen nur das Bier öffnen. Hey. Okay. Aber keine Tricks. So, jetzt mache ich auch schön und artig das Bier auf. Bitteschön, so. Hey, was soll das? Wo sind meine Schlüssel? Deine Schlüssel? Sekunde. Einmal. Irgendetwas sagt mir, dass ich in die richtige Richtung denke. Nur der Weg ist falsch. Ich habe da eine Idee. Ich nehme das Schild, verbiege es so, dass ich die Schraube durch die Öffnungen an beiden Enden schieben kann, fixiere die Konstruktion mit der Mutter und im Nu habe ich eine hausgemachte Schraubzwinge. Nicht schlecht. Was? Okay. Aber das ist dein Schlüssel. Besser nicht. Ich will nichts kaputt machen. Dann ist das dein Schlüssel? Pipifax. Kann ich vielleicht hier? Jetzt muss ich nur noch das Boot reparieren und dann kann ich Faye Bescheid geben. Okay, aber... Hey! Ich gebe ihm einfach meine Autoschlüssel. Hier, Ihre Schlüssel. Ich mache euch alle fertig. Die nächste Runde hab ich euch. Ich lege sie einfach auf den Tisch. Das wäre geschafft. So, schon mal die Schlüssel ausgetauscht. Dann muss ich jetzt noch mal gucken... Wie das bringt... Das bringt uns garantiert nicht mehr zum Kraftwerk. Hey! Langsam gewöhne ich mich an Sie. Faye? Hm? Was soll ich nochmal machen? Finde einen Weg zum Kraftwerk. Mit dem Jeep kommen wir nicht weiter. Gut. Ich hol dich dann, wenn alles bereit ist. Okay. Was macht sie da eigentlich? Wie geht es deinem Husten? Besser. Es kommt auch kein Blut mehr. Wenn wir die Alge gerettet haben, musst du unbedingt ins Krankenhaus. Ja, ja. Hey, wenn kein Blut mehr kommt, heißt es dann, hat sie kein Blut mehr im Körper? Bis später. Was haben wir sonst noch alles? Dann haben wir den Jeep. Oh, wenn man jetzt so ein bisschen auf den Hintergrund achtet, wie sich das Ganze da so ein bisschen... So, weiter geht's. Nachdem ich jetzt einmal das Spiel neu gestartet habe, habe ich auch gleichzeitig mal hier gespeichert. An dieser Stelle, so gesehen. Na, jetzt kann ich einmal das zeigen, was ich nämlich meinte, jetzt hier im Hintergrund. Wenn sich da der Bildschirm bewegt, das sind so gesehen drei Ebenen. Einmal hier vorne der Bereich, dann das Auto und der hintere Bereich, die sich dann anfangen zu bewegen. In so einer 3D-Sicht machen. Und das ist schon, das ist ein bisschen verwirrend. Die ganze Geschichte. Gut, jetzt sind wir hier vorne. Und was ich mir vorhin noch nicht angeguckt habe, das ist hier.
ist ein Boot. Und vor allen Dingen, da ist eine Wache. Und die Wache hat irgendwie nicht mitgekriegt, dass ich da vorne halt die ganze Zeit am Umvorwerken war. Entschuldigen Sie, ist das Ihr Boot? Das geht Sie nichts an. Darf ich Ihnen trotzdem eine Frage stellen? Nein. Verschwinden Sie. Okay. Ein Sumpfboot, das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Wenn es nicht kaputt wäre. Ein Sumpfboot, das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Auspuff. Weg von dem Kutter! Sie haben da nichts verloren. Was ist aber, wenn ich die Schlüssel dazu habe? Lieber nicht. Ich habe ein Blechschild. Schrott. Kann ich den vielleicht mit der Antenne eins überbraten? Schrott. Na, schade. Gut, also daran komme ich bisher noch nicht. Hat Fortuna Sie verlassen? Nein, sie holt nur Zigaretten. Kein Grund gleich. Ach ja? Vater! Wenn du das sagst. Na gut, gut, gut. Dann lasse ich die da erstmal noch mal in Ruhe weiterspielen. Morgen. Morgen. Sie gehören zu den anderen, richtig? Wen meinen Sie? Na, das neue Technik. Ah ja, das kann ich jetzt eigentlich überspringen. Das hatte ich jetzt vorhin noch nicht gemacht. Bringen Sie mir einen Kaffee. Sorry. Ist aus. Und die neue Lieferung kommt erst heute Nachmittag. Ja. Kein Kaffee? In Südamerika? Wir müssen falsch abgebogen sein. Nein, Sie sind richtig abgebogen. Nur zur falschen Zeit. Bis gestern wurde meine Bar 24/7 von Arbeitern aus dem Kraftwerk belagert. Ein Gremium in Norwegen hat gedroht, alle mit einem Schlag arbeitslos zu machen. Hat irgendetwas mit Algen zu tun. Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es kein Bier mehr, keinen Schnaps. Und der Kaffee ist auch aus. Es ist alles weg. Hat sich die Stimmung inzwischen gebessert? Yep. Scheinbar sind die Algen mitsamt ihrem Erfinder in die Luft geflogen. Das Gremium hat seine Drohung zurückgezogen. Die Arbeiter sind wieder glücklich, die Arbeitsplätze gesichert. Der einzige Leidtragende sind jetzt Sie, aber wie gesagt, spätestens heute Abend kriegen Sie Ihren Kaffee. Das ist gut. Dann komme ich heute Abend nochmal wieder. Wie kommt man am besten zum Kraftwerk? Ach, das geht schnell. Wenn ich Sie brauchen... Der Landweg ist elektrisch. Indes wird Ihnen... Da bin ich. Gibt es kein Boot, das bereits angelegt hat? Nur das Patrol. Die beiden warten schon den ganzen Tag. Miss Buen, was Ihnen aber egal. Okay. Was macht eine Bar mitten im Dschungel? Die Bar ist Teil. Abends kommt das Kraftwerk. Ich bin ein wichtiger Mann. Ich würde eher... Ist die Bar... Das auf Kontrollpunkte? Mit Passbier? Sie müssten schon... Wie ein Wahnsinniger... Die Nuss! Die Nuss! Ich brauche nichts weiter, danke. Okay, gut. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie... Auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung vermute ich, dass er immer noch leer ist. Und ich habe recht. Verdammt, ich dachte, der fühlt sich von alleine. Ich muss also irgendwie dem weismachen, dass ich ein Techniker bin, damit ich an das Boot rankomme. Kann ich jetzt hier dem einfach den Werkzeugkasten zeigen? Sehen Sie hier. Werkzeug. Und? Ich bin Mechaniker. Spezialist für Airboote. Darf ich mir Ihres ansehen? Eine Bibel macht noch keinen Papst. Sagen Sie mir erst, welchen Motor wir benutzen. Ein Dunham ZX-7. Netter Versuch. Aber der Dunham ist ein Fogger-Motor. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe früher auf einer Plantage Insekten vernichtet. Und jetzt sind Sie in der Privatmiliz von Emilio Indes. Schöner Karrieresprung. Nein. Ich mache immer noch das Gleiche. Nur das Ungeziefer ist größer geworden. Ich, verstehe. Gut. Lauf. Auspuff. Boot. Noch mehr Boot, noch mehr Auspuff. Benzinschlauch. Wind. Das ist ein Schild. Hier steht der Bootstyp. Amazon Buggy C600. Ein Amazon Buggy. Ah. Ich sagte weg da. Ich will's doch nur angucken. Ein Sumpfboot, das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Ich rede erst mit Ihnen. Welchen Motor hat das Boot? Woher soll ich das wissen? Alle unsere Boote wurden mit dem gleichen Motor geliefert. Kennen Sie einen, kennen Sie alle. Sie dagegen kennen ganz offensichtlich keinen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Okay, so kommen wir also im Moment noch nicht weit. Jetzt habe ich den ersten Satz von mir aus gesehen abgebrochen. Jetzt muss ich irgendwie zusehen, dass ich da
ist das eigentlich für ein Blechschild? Ein rostiges, weiches Blech mit zwei Löchern an den Enden. Ach, da war ja was. Ich verbiege es so, dass ich die fixiere und im Nu habe ich eine hausgemachte Schraubzwinge. Nicht schlecht. Toll! Boot. Nee, das war ein anderes Boot. Es sind also überall die gleichen Boote unterwegs. Das heißt, ich müsste eigentlich nur... Hey, das ist nicht umsonst. Wie viel wollen Sie denn? Zeigen Sie mir, wie viel Sie haben und wir sehen weiter. Wie wär's mit ein paar Münzen? Reicht das für ein Telefonat? Klar, das reicht sogar für mehrere. Die Rechnung zahlt ohnehin Emilio Indes. Wofür war dann das Geld? Bearbeitungsgebühr. Ich gehe gerade kaputt. Telefon! Benutzen! Wollten Sie nicht jemanden anrufen? Ich habe vergessen, wen. Kann ich mein Geld wieder haben? Es wird Ihnen schon wieder einfallen. Arschloch. Pappnase. Darf ich das Telefon benutzen? Ja, klar. Ja, und wen rufe ich an? Schraubzwinge, Bootschlüssel. Jetzt muss ich nur noch das Boot reparieren und dann kann ich Faye Bescheid geben. Plane. Die Plane ist wie ein Projektplan von Barney. Transparent und äußerst robust. Okay, mit den Münzen kann ich nicht viel machen. Die Antenne verbiegen? Vielleicht ist sie so mal für etwas gut. Eine verbogene Antenne. Ah, okay. Gut, was ist das für ein Tacker? Ein Handtacker zum Versiegeln von Holzkisten. So wie diese hier? Gut. Ja, das alle Sachen haben, die... Vielleicht kann der uns ja sagen, was für Motor jetzt da ist. Jetzt lass doch den armen Mann mal in Ruhe. Hat Fortuna Sie verlassen? Nein. Kein Grund gleich. Ach ja? Wenn du das sagst. Vielleicht wissen die das ja. Ich hab mich... Wir sind mit... Na, ich sag... Es... Das hatten wir schon. Ich hab... Mit... Lass... Ich hab die... Hast du... Ich... Gut, da kommen wir also nicht weiter. Vielleicht kann uns Oggi weiterhelfen. Ihr spielt... Ja, ich... Ja. Oh Gott. Hatte ich auch noch nicht gemacht. Wie läuft der Plan? Sie. Wer wird, 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 wird. Hey, wird. Wo sind meine Schlüssel? Vor deiner Nase auf dem Tisch. Richtig. Wer einer von euch Würstchen versucht, sie zu klauen. Den. Den mache ich fertig. Zeit für Phase 2. Ah, okay. Phase 2. Wie läuft der Plan? Sie... Richt, wer den? In dem Zustand kommst du nicht weit. Wieso? Wohin will ich denn? Bin ich. Okay, das hatten wir schon. Sind alle... Nicht. Ich tu mir das nicht länger. Also damit kommen wir jetzt aber auch nicht weit. Die Schlüssel brauchen wir nicht. Das Bier... Spiegel, 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 Spiegel. Der hing doch vorhin noch nicht schief. Muss an einer der Schrauben liegen, die ich entfernt habe. Ja, damit haben wir das Karo gemacht. Auch nicht schlecht. Kann das vielleicht durch das Loch? Ich kann bis... Nee, das bringt uns auch nicht weiter. Das Telefon bringt uns auch nichts. Bier. Zum Glück hat jemand mitgedacht und es kühl gelagert. Kann ich das direkt trinken? Wenn wir in einer Woche noch leben, dann schmeiß ich erstmal eine Runde. Aber garantiert nicht mit diesem halbgaren Gesöff. Na, da kommen wir jetzt also auch nicht mehr weiter. Wie zum Henker kriege ich ihn raus? Wieso ist da ein Quietschhähnchen drauf? Feier! Der Anblick gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Ich rede erst mit Ihnen, wenn Sie meine Frage beantworten. Welchen Motor hat das Boot? Ich weiß es nicht. Dann haben Sie hier auch nichts verloren. Ich muss rausfinden? Ein Sumpfboot. Das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Haben wir nicht hier irgendein Windruder? Ich sagte weg da!
Ich bin doch weg da. Ein Sumpfboot, das könnte unser... Den Auspuff angucken? Ich sagte weg. Ist ja gut, halt nicht. Was war... Moment. Was ist das? Ein Buch. Das ist die Gebrauchsanweisung für das Sumpfboot. Unter dem Titel steht eine Service-Nummer. Ich merke sie mir mal. Nur für den Fall. Moment, wenn er jetzt die Service-Nummer im Kopf hat, dann können wir die doch jetzt eigentlich anrufen. Die können uns doch bestimmt sagen, was es für ein Motor ist. Und anrufen. Ich hasse Hotlines, aber was soll's. Transport Boats and Manufacturing Inc. Ich habe eine Frage zu einem Ihrer Motoren. Um welchen Bootstyp handelt es sich? Das ist der C600. Es handelt sich um einen Amazon Buggy C600. Um was für ein Motor geht es? Das war ein serienmäßig eingebauter. Es geht um den serienmäßig eingebauten Motor. Kleinen Moment. Sie meinen den Drifter TTX? Ja, genau den. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich habe eine Frage zu Ihrem Motor. Um welchen Motor geht es? Ja, um den TTX? Ja, genau den. Dankeschön, das war's schon. Wie jetzt? Ich möchte mal gerne das Gesicht von dem Kerl auf der anderen Seite gesehen haben. Das wäre bestimmt göttlich. Ich rede erst mit Ihnen, wenn Sie meine Frage beantworten. Welchen Motor hat das Boot? Sie benutzen einen Drifter TTX. Richtig. Damit ist es bewiesen. Ich bin Mechaniker. Wo drückt denn jetzt der Schuh? Der Auspuff ist verstopft, das Windruder gerissen und das Benzinkabel leckt. Also auf gut Deutsch, es ist alles im Eimer. Dann lesen wir erstmal die Bedienungsanleitung. Ich dachte, Sie sind Spezial... Und? Dann brauchen Sie auch keine Gebrauchsanweisung. Leck mich doch am Arsch. So, wir haben hier... Einmal ein Boot, was hat er gesagt? Einmal der Auspuff ist verstopft. Dafür ist mein Arm viel zu dick. Gut, dann nehmen wir doch hier mal die verbogene Antenne. Endlich mal ein Angelhaken, der was nützt. Ah ja, da haben wir das Problem. Eine Schlange hat sich in dem Auspuff verfangen. Ah, ist sie tot? Das hat sie garantiert nicht überlebt. Wieso? Haben Sie Angst vor Schlangen? Nehmen Sie das Mistvieh und schmeißen Sie es ganz weit weg. Mehr müssen Sie nicht wissen. Kann ich Ihnen nicht die Schlange direkt von... Wenn Sie mit dem Vieh noch einen Schritt näher kommen, dann knall ich Sie ab. Ich wollte sie Ihnen doch nur zeigen. Kein Grund, gleich jemanden zu verletzen. Doch. Ein Grund von vielen. Okay. Gut, das heißt, wir müssen die Schlange irgendwie verstecken, dass er... Naja, wie dem auch sei. Mit dem... So ein Schmarrn. Kann ich das denn jetzt hier nicht... Ich sollte bei der Reparatur gezielter vorgehen. Windruder war doch im Eimer. Unsinn. Was war denn mit dem Windruder? Das Windruder ist völlig zerflettert. Das heißt, da kann ich vielleicht mit der Plane? Die Plane sitzt wie angegossen. Jetzt muss ich sie nur noch befestigen. Das können wir doch mit dem Tacker. Ha! Endlich mal kein um die Ecke denken und wirres... Was war das? Einfach nur Tacker mit Plane benutzen und... Die Sache ist gegessen. So muss es sein. Ich weiß jetzt gerade eben nicht, was passiert ist. Es hat sich auf einmal alles minimiert. Mittlerweile glaube ich, dass ich bei mir entweder einen Trojaner drauf habe oder irgendeinen anderen komischen Spaß. Ich muss mal hier nochmal kurz eine Pause machen.